Moin Moin und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Mit Layla sind wir in der Gegenwart unterwegs. Den Animus haben wir verlassen. In Amerika sind wir beim Grab von Eivor. Und jetzt geht es mit Sean Richtung Maschine, damit wir ja die Maschine ein bisschen besser drosseln können, damit sie die Erde nicht zerstört mit ihrem Kraftfeld. Puh, interessant. Auf jeden Fall. Danke für den Daumen nach oben in der letzten Folge. War auf jeden Fall geil. Und mal gucken, was wir jetzt noch alles erleben hier mit Sean. Auf geht's. Bin bereit. Es ist ein weiter Weg nach Beantown. Spring rein. Nach Beantown. Okay. Da sind wir schon im Gewölbe drin, in Norwegen. Von Boston aus, mit dem Schiff rüber. Ah, gut. Dein Signal wird langsam schwächer. Bist du schon drin? Nope. Noch nicht, aber da sind 30 Meter Eis über mir. Okay, der Kontakt könnte abbrechen, wenn du drin bist. Also denk an das, worüber wir geredet haben. Achte auf die Anzeigen, vor allem wegen der Strahlung. Und behalte den Stab bei dir. Jo. Okay. Ich bin hier. Hoffen wir mal, dass der Stab sie vor der Strahlung schützt. Sie hätte sich hier in Norwegen ja wenigstens ein bisschen wärmer anziehen können. Oder ist gerade... Nee, es ist ja Eis über sie, hat sie gesagt. Über ihr. Sawahoi Nakwat, Osmerbo Turwandi Quarde, Ul Solov Ras Hunakodide, Unsum Horas Restere Chas, Sohumsi. Gesundheit. Die Tür geht auf. Ich bin drin. Verstanden. Okay. Nicht abschalten, nur drosseln. Der Aufzug funktioniert noch. Ach, 75.000 Jahre. Was machen da schon ein oder 2.000 mehr? Ja, eben. Die haben halt für die Ewigkeit gebaut. Es wird schon spürbar heißer. Nach unseren Schätzungen wird es noch etwa 16 Grad wärmer werden. Wo bekommt er die ganze Energie her? Unsere beste Theorie heißt Tektonik. Die Bewegungen der Erdkruste, die heiße Lava darunter. Eine gigantische Energiequelle. Das ist die Technologie, die Menschen brauchen. Energie, nicht Edensplitter. Ja, wenn das alles vorbei ist, könnten wir ein Start-up gründen. So ein kleines Büro in einer Garage. Nur wir dran. Scheiße, ich verliere dich schon. Was sagst du bitte? Die Verbindung bricht ab. Vergiss es. Ich melde mich, wenn ich oben bin. Melde dich doch am besten wieder, wenn du oben bist. Oder so ähnlich. Da wären wir. Das Ding kocht ja schon hier unten, ey. Ganz schön heiß gelaufen. Da schmelzen die Eiskappen um, ey. Da bist du ja. Du machst Überstunden. Aha. Den Tempel, den Desmond benutzt hat, um das ganze Schutzsystem zu aktivieren, der stand in Brasilien. Aber die sind halt alle miteinander vernetzt, die ganzen ISO-Bauwerke. Hier ist, das ist auch schon bestimmt hier Schmelzwasser, was hier runterläuft, oder? Weil das Ding so warm ist. Toll. Als das Eis schmolz, stürzte es ein. Ich glaube, ich muss da runterrutschen und dann auf der anderen Seite wieder hochklettern. Ja, jetzt auch ein Absprungpunkt. Layla hat ja gelernt. Joa. Sachte. Joa. Hui. Das war nicht schlecht. Okay, hier geht's noch lang. Alles am Schmelzen. Von dem geschmolzenen Eis. Eiswasser. Da kann ich ja hier hochklettern. Oder besser gesagt, da. Ich komme hier nicht durch? Kann ich tauchen? Okay. Ich dachte, ich kann da auf die andere Seite. Ich tauche mal da rein. So, jetzt aber. Hier wollte ich rauf. Bin aber noch ganz schön weit unten, ne? Nach unten sehen. Nicht nach unten sehen.
Nach unten sehen darfst du. Solange du da nicht runterfällst, ist alles in Ordnung. Nein, ich wollte... Ich muss auf... Ja, genau dahin. Sehe nichts wegen jemandem Wasser. Okay, dann hier rauf. Gut, dass man genau sehen kann, wo man hier klettern kann. Und das auch noch jetzt mit nassen Händen, ne? Durch das ganze Eiswasser. Ich hoffe, es passiert wieder nichts mit dem Stab, den Layla hat. Weil der ja schon mal die Kontrolle über sie genommen hat. Kennen wir ja alles aus Atlantis. Und da ging es nicht so gut aus. Für die Freundin von Layla. Aber gut, sie hat ja noch das Implantat drin, der das wahrscheinlich noch unterbinden kann. Dass sie nicht mehr übernommen werden kann von diesem Stock. Das war ein gefährlicher Sprung. Aber irgendwie ist mein Gedanke immer noch bei Loki. Er ist immer noch hier eingesperrt in dieser Maschine, in der Simulation. Klar, es ist ja noch viele hunderte Jahre später, aber wer weiß, wie lange sein Verstand da drin noch überleben kann. Nein, nicht so! So, nicht nochmal darüber springen. Ich muss da nicht hin, da komme ich ja her. Ich will ja da hoch. Also das Springen war ziemlich dumm. Warum sollte hier irgendjemand sein Leben beenden wollen? Außer sie dachten, es würde gerade erst anfangen. Okay, man sieht ja immer noch, dass sie da oben hängen. Okay, das gehört aber nicht so. Der ist falsch rum dran. Das ist wie der Animus. Das ist wie der Animus. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn sie jetzt dran angeschlossen wird. Das sollte jedenfalls nicht so sein. Du solltest einfach zu dem blauen Würfel oben gehen und das die Maschine runterdrehen. Das ist Evos Valhalla. Oder eine Simulation. Also, wonach suche ich? Erkenne ich es, wenn ich es sehe? Da oben ist eine Anomalie, oder? Das ist, gut, ist ja alles irgendwie eine Simulation. Alles hier am Flackern, ey. Wahrscheinlich, weil die Maschine so heiß läuft, dass die Simulation hier auch nicht mehr so ganz frisch läuft. Irgendwas ist komisch. Ach, wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen hier, dass hier was komisch ist bei den Sachen, die hier rumfliegen. Kann ich hier klettern? Okay, ich muss irgendwann einen Weg finden, der hier noch funktioniert, oder? Ich kann nicht klettern oder so. Ich hätte gedacht, hier über den Tisch, das würde voll gut gehen. Aber ich kann hier nicht klettern. Was ist das? Huch, was ist denn hinter mir? Die Schicksalsweberinnen. Die Nornier. Seid ihr das? Treibt ihr diese Maschine an ihre Grenzen? Hör nicht auf. Ein ewiger Lauf. Dem Meister treu ergeben. Wer ist euer Meister? Ist er hier? Loki ist noch da. Sie schmeicheln mir. Ich bin nur ein Gast in ihrer Welt. Einer Welt der Wünsche und Hoffnungen. Basim, die Nachricht kam von dir. Du hast uns zu Evos Grab geführt. Ja, eine hoffnungsvolle Nachricht, nicht wahr? Aber wie? Du warst hier 1000 Jahre gefangen. Eivor sperrte dich ein. Für wahr, doch ich bin nicht allein an diesem Ort. Nicht immer. Ich habe einen Freund, der mir hilft. Gemeinsam lesen wir die Berechnungen. Als wir Eivors vermeintliche Ruhestätte gefunden hatten, nahm ich Kontakt zu dir auf.
Durch das digitale Netz, das diese Welt wie ein Spinnenkokon umgibt. Zu unserer Zeit war die ganze Welt auf diese Weise verbunden. Ein Superorganismus der Technologie. Der Stab, den du trägst, die Tempel, die du besucht hast, sie alle sprechen wie eins. Darf ich dir etwas zeigen? Du kannst an diesem Ort wohl tun und lassen, was du willst. Nicht so viel, wie du glauben magst. Ich bin auf äußerst unbehagliche Art mit meinem Körper verbunden. Aber du kannst die Maschine verlangsamen. Du weißt, wie sie funktioniert. Ja, wir werden es gemeinsam tun. Denn eine weitere Katastrophe droht. Dieser Zeitknoten hat eine garstige Art, sich zu korrigieren. Geh voran. Du bist nicht gerade vertrauenswürdig. Das weißt du, ja? Du musst mir nicht trauen. Doch das ist alles, was ich dir anbieten kann. Gott verdammt. Dieser Gesichtsausdruck. Verdandi und Skuld, stehe. Euer Tag der Ruhe ist gekommen. Frieden. Endlich. Ruhe. Das war's schon? Sind wir fertig? Basim! Wo bist du? Datenstränge als Baum Was dargestellt. Ist das? Der will hier raus, der will jetzt, der lenkt jetzt Layla ein wenig hier. Aber dieser Gesichtsausdruck eben, weil er genau weiß, was hier passiert, oder was er will. Der Leser. Layla. Hallo. Desmond. Du kennst mich? Ja, durch die Berechnungen, die ich ablese, hier im Grau. Vor 8 Jahren stand die Chance, dass du kommst, bei 15.055.3.276 zu 1. Doch mit den Jahren verbesserte sich diese Chance. Seit gestern steht sie fast bei 1 zu 1. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Wer bist du? Und was soll das? Ich bin der Leser der Berechnungen. All das sind mögliche Zukünfte für dich und die Welt da draußen. Ich verbringe mein neues Leben damit, sie zu lesen und einen Weg zu finden, das zu beenden, was wir vor so langer Zeit begannen. Es beginnt hier. Du verlangsamst die Maschine und rettest die Welt. Von diesem Punkt gehen alle möglichen Zukünfte aus. Millionen und Abermillionen mögliche Wege. Doch auf jedem Einzelnen kommt es zu einer erneuten Katastrophe. Der Knoten bricht zusammen und die Welt wird vernichtet. Die Menschheit schwindet und vergeht. Egal, was wir tun. Ich muss weitersuchen. Ich muss die Lösung für euch finden. Ich muss euch etwas hinterlassen. Dieser Knoten. Das ist der Moment, in dem ich die Maschine verlangsame? Ja. Dort beginnen alle meine Berechnungen. Es ist das Einzige, was ich sicher weiß. Kommt mir eingeschränkt vor. Wie meinst du das? Was, wenn du weiter zurückgehst? Nach 2012, als Desmond die Welt rettete. Desmond? Was, wenn er sie nicht gerettet hätte? Wenn er umgekehrt wäre und die Welt gebrannt hätte? Sieh dir diese Zeitlinien an. Lies sie dir durch. Verstehe. Eine interessante Idee. Faszinierend. Milliarden und Abermilliarden neue Zeitlinien, die es zu erkunden gilt. Ganz genau. Diese Zeitlinien wurden nie Realität, aber sie hätten es werden können. Hätte Desmond die Zerstörung der Welt zugelassen, hätten die überlebenden Menschen vielleicht etwas aus der Katastrophe gelernt. Und vielleicht hätten sie in einer dieser Zeitlinien einen Weg gefunden, um zu verhindern, dass es immer wieder passiert. Das ist brillant. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Wenn man zu viel Zeit damit verbringt, alle Möglichkeiten durchzugehen, denkt man zu wenig über das nach, was unwahrscheinlich erscheint. Danke für deine Einsichten, Layla. Das ist erst der Anfang. Wir müssen eine Menge Daten analysieren. Bleibst du hier? Ja, bis wir etwas Nützliches finden.
Ich will nicht, dass so etwas noch einmal passiert. Dir bleibt vielleicht nicht viel Zeit, Layla. Die Maschine wurde verlangsamt, doch die Strahlung, sie bleibt noch Jahrzehnte bestehen. Nach meinen Berechnungen hast du noch 73 Sekunden, bis die Strahlendosis tödlich ist. Super. Keine Sorge. Ich habe den Edenstab. Er heilt und beschützt mich. Nein, hast du nicht. Was? Wieso nicht? Der ist dir aus der Hand gefallen. Natürlich. Natürlich? Fuck. Okay. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Wie lange es auch dauert. Wenn das heißt, dass ich hier nie rauskomme, dann ist das so. Das schulde ich den Menschen, die ich verletzt habe. Und denen, die ich liebe. Ja, ich kenne das Gefühl. Dann fangen wir mal an, was? Ein paar Milliarden Zeitlinien könnten eine Weile dauern. In der Tat. Aber es fühlt sich nicht so an. Das ist das Gute an diesem Ort. Layla bleibt also da, also hat die Strahlung jetzt quasi ihr Körper zerstört. Aber ihr Geist ist halt an die Maschine angeschlossen. Desmond Miles hat also 2012 auch diesen Knopf gedrückt. Und dann wurde sein Verstand von seinem Körper getrennt und er wurde in die Maschine reingesogen. Und wir dachten ja alle immer, er ist einfach gestorben. Sein Körper ist auch gestorben und wurde von Abstergo, ja, autopsiert und zerlegt. Oh. Er hat den Stab. Bist du bei mir? Ich bin bei dir. Es hat funktioniert, meine Liebe. Ist der Wütende hier? Nein, Geliebter. Nur wir sind übrig. Und Layla? Die Erben der Erinnerung hat ihre Rolle perfekt erfüllt. Wohlan. Eine neue Welt wartet. Alethea ist die Frau von Basim, von Loki. Oh Mann. Die ganze Sache mit Atlantis und sowas, das war alles von ihr gelenkt. Sie wollte, dass Layla den Stab bekommt, damit sie in der Gegenwart den Stab genau dahin bringt. Bex, ich musste mich entscheiden. Und ich bleibe hier. Ihr werdet euch fragen, wo ich bin. Vielleicht sogar, ob ich bin. Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Aber ich habe keine Angst und ich bin nicht allein. Wir haben viel zu tun. Es könnte Tage oder Jahre dauern. Es ist unmöglich, das zu sagen. Aber wir bringen es zu Ende. Was ich sagen will ist, sucht nicht nach mir. Es ist zu gefährlich und zu spät. Passt gut auf euch auf. Passt gut auf die Welt auf, die wir noch haben. Und passt gut. Seht ihr, es geht ihr gut. In gewisser Hinsicht. In gewisser Hinsicht? Gott, wir müssen sie finden. Ihr habt sie gehört. Sie will nicht gerettet werden. Schwachsinn. Es gibt doch nichts mehr, das gerettet werden könnte. Nicht nach so langer Zeit. Wegen dir. Du hast sie zurückgelassen. Das ist ein bisschen viel, ich weiß. Ich bin in derselben Situation. Nein, nein. Du spielst in einer ganz anderen Liga. Wir nennen uns nun Assassinen, nicht Verborgene? Aus dem Arabischen.
Hashishi. Ah, und haben wir einen Mentor? Gibt es diesen Brauch noch? Gibt es. Und wen? William Miles. William Miles. Ich möchte William Miles kennenlernen. Könnt ihr ihn zu mir bringen? Wir können ihn anrufen. Verschlüsselt. Du kannst sofort mit ihm reden. Keine Technologie. Ein Treffen. Ein geistiger Austausch. Tragen wir den Kampf endlich zu diesen Templern, wie ihr sie nennt. Ich gehe nirgendwo hin, meine Freunde. Euer Animus ist in guten Händen. Mhm. Wie viel weißt du darüber? Mein Kind, wir haben solche Dinge lange, lange vor euch entwickelt. Ich finde es heraus. Okay. Ihr könnt ihn aber nicht trauen. Ich glaube, der will den Assassinenorden einfach übernehmen. Und nach seinen Wünschen formen. Er ist einfach der Ehemann von Alethea. Die das auch alles mitgeplant hat. Das ist echt krass. Das ist ein schöner Ort zum Sterben, Ava. Kaum einer hat die Wahl. Du hast mich besiegt. Ich weiß nicht wie, doch so war es. Dennoch bin ich es, der hier steht. Und nun kann ich dir alles nehmen, was ich will. Deine Erinnerung, dein Geschick, deine Geheimnisse, alles gehört mir. Und wenn ich sie habe, werde ich sie wohl nutzen, um meine Kinder zu finden und meine Familie wieder zusammenzubringen. Und was machst du danach? Das würde ich halt gerne wissen, ey. Ein stiller Ort für die letzte Ruhe. Fast könnte ich dich beneiden. Mhm. Die ganze Geschichte ging ja schon mit Layla sowieso in Origins schon los. Aber der wichtige Teil war halt mit Cassandra, mit dem Atlantis-DLC, wo Alethea ja auch richtig die Rolle eingenommen hat. Sie wollte, dass Cassandra den Stab bekommt von ihrem Vater. Von Pythagoras. Sehr schön. Hat sie auch bekommen. Damit in der Gegenwart Cassandra, die ja dann auch tausende Jahre gelebt hat, den Stab weitergibt an Layla. Damit Layla dann das Grab von Eivor findet und dann sie musste Eivor finden, damit sie in den Erinnerungen sehen kann, wo sich die Maschine befindet, wo Basim halt die ganze Zeit eingesperrt war. Nur deswegen musste sie die ganze Erinnerung von Eivor durchlaufen, um den Standort herauszufinden von der Maschine. Um den Stab dann genau da hinzubringen. Zu diesem Zweck. Und der Körper von Basim war ja über die tausenden Jahre sehr verschrumpelt, hat man gesehen, aber der Stab hat ja halt die Fähigkeit zu heilen. Deswegen hat ja auch Cassandra über tausende Jahre überlebt. Mit Hilfe des Stabs. Der Stab heilt dich halt und gibt dir die Fähigkeit, so alt zu werden. Und als Basim den Stab gepackt hat, ist er sofort wieder regeneriert. Und läuft jetzt auch noch hier rum und will die Assassinen wahrscheinlich übernehmen, um so an seine Ziele zu kommen. Das ist krass. Halte durch, Geliebte. Eine neue Welt hat sich uns eröffnet. Sobald ich mich zurechtgefunden habe, gibt es nichts, was wir nicht erreichen können. Und jetzt will er seine Frau auch wieder zurückholen. Wer weiß, in welcher Anlage die noch eingesperrt ist, also ihr Bewusstsein. Und alles nur, weil sie damals ihre Kinder verloren haben. Durch den Wütenden. Das ist so krass. Und jetzt können wir in den Animus wieder zurückgehen und Eivors Erinnerungen durch Basims Augen erleben. Es sollte nicht lange dauern, bis der Sika-Effekt eintritt. Ein paar Tage höchstens. Los geht's. Er will die ganzen Fähigkeiten übernehmen. Das Geschick, hat er ja gesagt.
Das Geschick von Eivor. Durch den Sicker-Effekt. Eine Herausforderung der Götter. Das ist die neue Quest mit dem neuen Update, was gekommen ist. Und sie sind schon in England. Gemeinsam. Ah, die Wunde noch durch... durch Basims Klinge. Obwohl sie ja wieder wochenlang mit dem Schiff unterwegs waren. Ein Gebiet gibt es hier noch zu vervollständigen. Sie sind wieder da. Eivor, Sigurd. Tova. Willkommen zu Hause. Ich werde aber nach Norwegen nochmal zurückkehren müssen. Mache ich aber auf jeden Fall später auch noch im Video, weil da war ja noch dieser andere Gang, den ich nicht erkundet habe. Da werde ich auf jeden Fall nochmal hingehen. Vielleicht, wenn wir in England fertig sind, dass ich dann nochmal zurückkehre. Das will ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Also, vergessen habe ich es nicht. Den Gang werde ich mir noch anschauen, da in dem ISO-Gebäude. Das mache ich noch. Wir haben wohl ein großes Fest verpasst. Eivor. Setz dich kurz. Ruh dich aus. Sigurd. Mir zuliebe. Er übergibt dir den Clan die Führung. Besser ist das. Sie trifft sowieso immer die besseren Entscheidungen. Den Göttern sei Dank, ihr seid zurück. Sicher und erhobenen Hauptes. Habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Das haben wir. Das haben wir. Aber es war nicht für uns. Was soll das? Ich, Er hat sein Okay gegeben. Eivor ist zurück und wärmt sich am Herd. Kommt! Dein Geheimnis ist nicht länger sicher. Eivor? Randvi? Was soll das? Ist alles in Ordnung? Die Jarlskona ist zurück, um uns in eine ungewisse Zukunft zu führen. Sagst du ein paar Worte? Bei Liebe und Freud versagt das Wort. Unsere Gemüter sollten ein Lied anstimmen. Und wenn... Nein. Ihr seid nicht mein, ich bin die eure. Und ich bitte euch nur um eines. Lasst mich aufrecht bleiben. In allem, was kommt. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins mit uns Stärke bringt. Und Heldenmut um Ehre ringt. Hinter uns ein Strom aus Rot. Mit Odin brachten wir den Tod. Das Horn erfüllt die große Hand. Das Horn erfüllt die großen Hallen. Für die, die kämpfen, die, die fallen. Juhu, sie akzeptieren es. Welch ein Fest. In der Halle der Gefallenen.
die Quest in Norwegen war das abgeschlossen, ja. Okay, sind wir wieder in Refnator angekommen. 8500 Erfahrungspunkte, ey. Ja, das war eine lange Reise. Jetzt sind wir wieder hier. Beherrschungspunkt auch noch wieder gekriegt. Ich habe gerne Post. Irischer Handel, neue Quest. Ja, das DLC, das kommt ja auch noch. Aber erstmal mache ich England fertig. Triff dich mit dem Neuankömmling. Nein, 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 nein. Gut, Leute. Es geht natürlich noch selbstverständlich weiter mit Assassin's Creed Valhalla, denn wir sind in England noch nicht fertig. Ein Gebiet fehlt noch, das größte Gebiet mit 340 Stärke. Das war ja stärkemäßig nach Norwegen, deswegen kommt das noch. Wenn ich das fertig habe, gucke ich nochmal nach Norwegen. Und wenn ich das fertig habe, starten wir das DLC. Also, was für eine Episode, ey. So viel passiert, so viel krasser Kram, ey. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, worum es hier ging in dem Spiel. Die ganze Wahrheit haben wir jetzt erfahren. Ich find's cool, ich hoffe ihr auch. Bis zur nächsten Folge und lasst einen Daumen nach oben da. Und das Let's Play geht selbstverständlich noch länger weiter. Also, bis zur nächsten Folge. Morgen, ciao, ciao.